Moin. Moin. Moin, kann man ja hier mal beherzt sagen, ja. Auf jeden Fall, du bist ja sozusagen zu Gast in Kiel. Live Wieder mal. zugeschaltet aus Karlsruhe, nehme ich an, oder? So ist das, genau. Ja, moin und herzlich willkommen jetzt noch einmal ganz offiziell zu unserer Veranstaltung Leave No One Behind zur Lage Geflüchteter in Europa in Zeiten der Corona-Krise. Wir sind live auf Facebook, dort könnt ihr in den Kommentaren Fragen stellen. Und auch bei Zoom. Ich begrüße ganz herzlich meinen Kollegen Michel Brandt. Michel Brandt ist Bundestagsabgeordneter und Obmann im Ausschuss für Menschenrechte und Aktivist, ich sag mal Aktivist in der Flüchtlingspolitik bei Seebrücke und bei diversen anderen Aktionen, unentwegt unterwegs. Michel macht das. Bringt das zum Leben, was wir unter Partei verstehen, Partei und Bewegung. Da bin ich sehr froh, dass du heute hier mit mir diese Veranstaltung machst. Sehr gerne. Ich habe mir gedacht, das machen wir bei dieser Veranstaltung immer so. Also zum einen, ich werde halt nicht nur Fragen stellen, ich werde auch hier und da kommentieren, einfach das nur zum Verständnis, auch für die, die neu heute eingeschaltet haben und dabei sind. Wir starten mit zwei, drei Fragen direkt, die ich an Michael stelle, und dann habt ihr auch die Möglichkeiten, dann in die Debatte, in die Diskussion einzusteigen. Aber vielleicht fangen wir einfach so an. Vielleicht magst du dich einmal selbst vorstellen, vielleicht auch ein bisschen erzählen, was du vor dem Bundestag gemacht hast. Ist immer schöner, als wenn ich das erzähle. Das, was ich jetzt mache, hat Göster gesagt, jetzt seit 2,5 Jahren für die Linksfraktion im Menschenrechtsausschuss vertretend. Das ist vielleicht nicht ganz unwichtig, noch im Kulturausschuss, was daher kommt, dass ich eigentlich, was heißt eigentlich, dass ich beruflich Schauspieler bin. Das habe ich studiert, war ein Jahr dann am Staatstheater in Stuttgart und dann, ich weiß nicht, ich glaube 7,5 Jahre, fast 8 Jahre am Staatstheater hier in Karlsruhe gespielt, war da eben auch im Personalrat aktiv und politisch, auch das hat Göster so ein bisschen gesagt, komme ich aus verschiedensten Bewegungszusammenhängen, habe viel antifaschistische Arbeit gemacht, aber eben auch im Bereich Anti-Ra aktiv gewesen, also in Karlsruhe in Bezug auf ja, Anti-Abschiebeproteste, aber eben auch die ganzen Asylrechtsverschärfungen und sowas begleitet mit Protest. Und bin vor 6 Jahren in der Linken eingetreten und habe dann hier erst für den Landtag in Baden-Württemberg kandidiert und dann in den Bundestag gerutscht. Ja, super. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich in den Nachrichten gesehen, Norbert Blüm ist gestorben. Ich glaube mit 84 jetzt. Ich würde sagen, obwohl er in der CDU war, ein Menschenfreund durch und durch mit sehr solidarischen und ja quasi urchristlichen Positionen in vielen, der sich auch noch mal seit er nicht mehr im Bundestag ist, nochmal auch weiterentwickelt hat. Tatsächlich sogar auch komödiantisch. Er hat, glaube ich, sogar auch mit Gregor Gysi zusammen eine CD aufgenommen, wenn ich mich richtig erinnere. Von ihm ein Zitat, was ich glaube uns beiden sehr am Herzen liegt. Das will ich in der Ausführlichkeit einmal ganz kurz vortragen und dann gleich eine Einstiegsfrage vielleicht daran anschließen. Norbert Blüm hat gesagt in der Zeit der Flüchtlingskrise, wenn 500 Millionen Europäer keine 5 Millionen oder mehr verzweifelte Flüchtlinge aufnehmen können, dann schließen wir am besten den Laden Europa wegen moralischer Insolvenz. Wir, die Bewohner der Wohlstandsinsel Europa, sind die Hehler und Stehler des Reichtums der sogenannten Dritten Welt. Auf deren Kosten und Knochen haben wir uns bereichert. Das ist was uns, glaube ich, auch verbindet. Mich als Klimapolitiker, dich als Menschenrechtspolitiker, die das einstehen, auch für die Folgen des Handels gerade in den kapitalistischen Zentren, für die Menschen im globalen Süden, in der sogenannten Dritten Welt und auch das in den Fokus zu nehmen. Wie steht es denn um die Moral in Europa, jetzt gerade auch zur Corona-Zeit? Tja, da kann man das, also es ist schwer, da eine einfache Antwort drauf zu geben, beziehungsweise eine schnelle Antwort, weil es irgendwie so umfänglich katastrophal an so vielen Ecken und Enden gerade ist. Vielleicht auch ein Satz zu Norbert Blüm. Es ist wirklich bitter, dass diese Stimme auch aus der CDU jetzt fehlen wird, weil es eine Stimme vertritt, die zumindest ich ehrlich gesagt in der CDU jetzt nur noch sehr, sehr wenig und selten wahrnehme. Und
all das, was Norbert Blüm da in diesem Zitat beispielsweise sagt, das möchte man unterschreiben und möchte man irgendwie im Bundestag ans Pult tackern. Ich habe das letzte Jahr in meiner Rede am Mittwoch irgendwie auch gefragt, ne, Thema Moral abgefragt, ist das jetzt hier die Generation an Abgeordneten, die Errungenschaften von Menschenrecht, die Errungenschaft der Genfer Flüchtlingskonvention, das, was zu Papier gebracht wurde, was eigentlich so eine logische und wichtige Konsequenz aus all dem ist, was in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts passiert ist, sind wir jetzt die Generation an Abgeordneten, die das gegen die Wand fahren, die das verspielen. Und ich glaube, das trifft die Frage der Moral im Moment ganz gut, weil es wird nach außen nach wie vor, diese Worthülsen werden gepredigt. Ich fand diesen EU-Wahlkampf ganz, ganz fürchterlich, weil durch die gesamte Bank wurde gesprochen von diesen europäischen Werten, die mir aber auch dann irgendwie keiner so genau erklären mag, von Menschenrechten, die nach vorne gestellt wurde, wofür es auch dieses Projekt EU braucht. Und das, was wir im Hintergrund erleben, ist ein permanentes Aushöhlen. Also in den letzten 5 Jahren, glaube ich, in einer Geschwindigkeit auch in den verschiedenen Bereichen, dass ja immer mehr Bereiche auch wie zu so einer Art Black Box werden. Also ne, im Mittelmeer ist es ja so, kommen wir bestimmt auch noch ein bisschen drauf zu sprechen, dass man das Gefühl hat, man ist da mittlerweile in so einem Raum. Also meine Hauptarbeit von meinem Team ist mittlerweile Recherche. Also was passiert überhaupt, weil wir die Dinge, die Teile gar nicht mehr richtig zusammenkriegen, weil einfach eine große Black Box geschaffen wird, in dem permanent Völkerrecht, Menschenrecht, Seerecht, alles über Bord geworfen wird. Und deswegen zu der Frage, Thema Moral, ich glaube, wir sind wirklich, wirklich an einem höchst gefährlichen Punkt gerade. Ganz, ganz viel, was erkämpft wurde, was emanzipatorisch erkämpft wurde, wirklich aufs Spiel zu setzen und auch zu verlieren. Ja, das befürchte ich auch, gerade in diesem Bereich. Und also mir und es ist es ja immer wichtig, nicht nur im Parlament Politik zu machen, sondern auch vor Ort zu sein, da wo es brennt, da wo Menschen bedroht sind oder wo Menschen in Bewegung kommen. Und Anfang März warst du an der griechisch-türkischen Grenze und das ist jetzt vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber man kann ja daran erinnern. Erdogan hat da sozusagen Geflüchtete zur Waffe gemacht, indem er sozusagen den Flüchtlingsdeal aufgekündigt hat. Und Max, so ein bisschen, das hast du ja jetzt neulich in deiner Rede auch sehr, sehr eindringlich und fantastisch gemacht. Die verlinken wir auch nachher nochmal in den Kommentaren. Magst du nochmal ein bisschen von deinen Eindrücken da erzählen? Genau, vielleicht nochmal zur Grundsituation. Das war ja wirklich, es zeichnete sich die ganze Zeit so ein bisschen ab, dass Erdogan versucht, neuen Druck aufzubauen auf die EU. Man hat gemerkt, dass die Ankünfte auf den griechischen Inseln sich erhöht haben. Also, dass Erdogan nicht mehr so stark mit seinen Grenzschützern hinterher war, Menschen an der Flucht zu hindern, wie er es ist seit 2016, seit diesem schäbigen EU-Türkei-Deal. Und am 27. Februar hat er dann gesagt, okay, dieser EU-Türkei-Deal ist passé und er lässt die Menschen rüber. Er hat dann gezielt Geflüchtete mit Bussen an die Grenze gekarrt, hat dazu aufgerufen. In den Medien in der Türkei wurde gesagt, die Grenze nach Griechenland, nach Europa ist offen und viele tausende Geflüchtete sind an die Grenze gekommen und haben dann eben dort erlebt, dass die Grenze eben nicht offen ist und noch viel schlimmer, dass Europa zumindest das erste Mal über diese lange Zeit und in dieser Dimension die Grenze wirklich mit aller Gewalt, wirklich mit aller Gewalt, und ich mag das Wort nicht so gerne in den Mund nehmen, wie Sie es sagen, verteidigt haben. Also es war unglaublich. Ich war mit einer Kollegin aus dem Europäischen Parlament unterwegs, mit der Özlem Demirel, und wir haben es tatsächlich in die Türkei geschafft, über einen der Grenzübergänge, die ja eigentlich geschlossen waren zu dem Zeitpunkt, sind wir von Griechenland in die Türkei und dann mit dem Taxi nach Edirne gefahren, einer der sozusagen großen Spots, wo einfach sehr viele tausende Geflüchtete sich gesammelt haben, um zu versuchen, Richtung Griechenland zu kommen. Das ist quasi die Landgrenze. Und das war einfach unglaublich. Und es geht mir auch nicht aus dem Kopf. Man hat quasi wirklich real auf diese Festung Europa geschaut, ein paar hundert Meter weit weg, die großen Grenzanlagen in Richtung Griechenland. Wir sind nicht ganz nah rangekommen, weil wie so eine Art Pufferzone geschaffen wurde, in denen die Geflüchteten wie eingesperrt waren. Also die türkische Seite hat hunderte, tausende Geflüchtete in eine Art künstlich konzipierte Pufferzone gepackt. Die Geflüchteten waren zwischen zwei Zäunen. Auf der Seite von Griechenland wurden sie beschossen mit Gummigeschossen, mit Tränengas. Wir wissen, es ist ja mindestens ein Mensch umgekommen durch scharfe Munition. Es ist nicht belegbar, woher dieser Schuss
kommt. Also ich kann nicht sagen, dass er sozusagen kommt, aber es ist schon erstaunlich, dass ausgerechnet zu dem Zeitpunkt Schießübungen von der griechischen Regierung in diesem Grenzgebiet angeordnet wurden, wo wir wissen, dass mit scharfer Munition geschossen wurde. Und diese Menschen waren über Tage halt in diesem Gebiet zwischen diesen beiden Zäunen gefangen und sind dann immer wieder auch auf die türkische Seite an den Zaun, wollten dann wieder zurück in die Türkei, wurden dort aber auch aufgehalten. Also sie waren wirklich Spielball dieser grausamen internationalen politischen Auseinandersetzung, wo es darum ging, inwieweit Erdogan die Europäische Union weiter erpressen kann, sowohl finanziell als auch politisch. Und einfach um nochmal ein paar Eindrücke zu schildern auch, weil das wirklich leider total untergegangen ist. Also da kamen ganze Familien zurück von der griechischen Seite mit Platzwunden, mit tränenden Augen, teilweise mit Knochenbrüchen, die sie durch Schlagstöcke und sonstiges bekommen haben. Und also unvorstellbar. Und ich bin dann mit Özlem ein bisschen reingefahren nach Edirne, und da war so ein Busbahnhof, da haben sich Familien gesammelt, die rausgekommen sind aus diesem Gebiet, die verletzt waren. Das Einzige, was wir dann noch gemacht haben, ist irgendwie zu einer Apotheke gefahren in der Türkei und haben eine Apotheke irgendwie rausgeräumt, was wir tragen konnten, um irgendwas zu tun, weil es ja auch überhaupt keine Versorgung und gar nichts vor Ort gab. Und es war auch ziemlich bitterkalt, zumindest die erste Nacht, als wir da waren. Die Menschen haben draußen geschlafen, ohne alles. Ja. Also das Einzige, was da irgendwie war, war vielleicht noch eine Pappe, auf der sie gelegen haben. Wir haben da einfach offene Brüche gesehen, aber die Menschen wurden nicht behandelt. Das unvorstellbare Gewalt an der EU-Außengrenze. Und das Einzige, was, ich will es jetzt wirklich nicht zu lang machen, sorry, aber das ist, was van der Leyen dazu einfällt, ist, über dieses Gebiet zu fliegen und danach zu sagen, Griechenland ist das Schutzschild Europas. Ja, Schutz vor Stimmt. was denn? Widerlich. Also man darf da vielleicht ja auch ergänzen, dass dieser Begriff des Schildes für Europa ja eigentlich eher aus nationalistischen Kreisen auch stammt, dieser Wortgebrauch, was mich auch noch mal erschreckt hat, ne? Ja, absolut. Und du hast vorhin das Zitat von Erdogan gesagt. Erdogan hat in diesen Tagen in der Türkei gesagt, diese Geflüchtete sind seine Waffe. Ja? Und wir haben das dann immer umgedreht und haben gesagt, wenn das die Waffe von Erdogan ist, wieso macht die EU dann nicht diese blöde Grenze auf und entwaffnet ihn endlich? Denn das ist ja das, was wir brauchen. Das ist das letzte politische Druckmittel. Wir wissen, Erdogan steht innenpolitisch größer unter Druck als je zuvor. Und er benutzt nach wie vor eben diese Geflüchteten, und die EU lässt es halt bereitwillig zu, Und dass er diese Geflüchteten. wie hat sie überhaupt darauf reagiert? Hat sie ihm da ordentlich Kontra gegeben oder man hat ja da wenig noch von gehört? Nein, ganz im Gegenteil. Erdogan wurde ja tatsächlich 3 Tage später hofiert. Man hat erst in den Medien gesagt, man lässt es nicht zu und Erdogan wird die Flüchtlinge nicht losbekommen. Aber es ist doch klar, dass das auch nicht Erdogans Ziel war. Erdogans Ziel war ja nicht die Aufkündigung des EU-Türkei-Deals, sondern die Neuverhandlung. Und genau das ist passiert. Deshalb, weiß gar nicht, ich glaube, 10 Tage danach gab es dieses große Telefonat zwischen, na wem? Natürlich Angela Merkel und Herrn Erdogan, ja, wo weitere Milliarden versprochen wurden. Und die Kritik an dem völkerrechtswidrigen Einmarsch und Angriff in Nordsyrien hat ja auch wieder nachgelassen seitens der EU. Also diese Pufferzone, die ist ja mittlerweile existent, die Erdogan gefordert hat. Völlig absurd, gegen jedes Völkerrecht, aber die EU akzeptiert es und macht einfach genauso weiter. Und deswegen hat Erdogan, wenn man es so will, sich letztendlich mit dieser Politik durchgesetzt. Und es ist eine Frage der Zeit, bis er die Menschen wieder instrumentalisiert und an die Grenze schickt. Die Menschen sind dann wieder die Leidtragenden und die Europäische Union lässt sich weiter erpressen. Und das ist ja eigentlich dieser Skandal, der dahinter steht. Ja, das denke ich auch. Vielleicht als kleine Anmerkung, wir hatten das eben unter vier Augen schon besprochen und tatsächlich, es haben sich wieder Nazis hier in den Chat verirrt und dann grüße ich die auch mal wieder heute Abend, bevor sie hier rausfliegen und winke ihnen ein fröhliches Nazis raus hinterher, haben hier nichts verloren, die sollen gerne wieder in ihre braune Ecke zurückgehen. Aber wir haben auch tolle Zuschauer wie immer dabei und da flechte ich vielleicht das gerade ein, die Anmerkung, die Thorsten hier gemacht hat. Thorsten sagt, wir sollten auf die Bundesregierung Druck ausüben. Die können Touristen aus sonst irgendwelchen Urlaubsländern zurückholen, aber sie kriegen es nicht hin, hin eine Luftbrücke nach Griechenland zu installieren, um die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingskinder rauszuholen. Und ich finde das passt ganz gut, dass du hast es auch in deiner Rede erwähnt. 47 Kinder hat jetzt Deutschland aufgenommen. Ich glaube, andere EU-Staaten noch weniger.
Und gleichzeitig 40.000, glaube ich, Leute zum Spargelstechen geholt, 250.000 Leute aus aller Welt irgendwie zurückgeholt. Also da ist die Verhältnismäßigkeit eigentlich überhaupt nicht gegeben. Und du warst ja im Februar, glaube ich, auch in griechischen Flüchtlingslagern. Warst du auch in Moria? Ich glaube, ja, ne? Ich war in Moria Und zuletzt, letztes Jahr im Winter. Ja. Ah, letztes Jahr, okay. Und Aber dieses Jahr auf vielleicht, dem Festland. aber du hast sicher auch Berichte davon, wie da jetzt die Situation ist. Was mir zuletzt in Erinnerung ist, ist, dass Geflüchtete sich dort selbst organisieren, Masken nähen, auch für die Bevölkerung Masken nähen, aber dass es auch eben eine neonazistische Bedrohung da gibt. Vielleicht magst du ein bisschen von deinen Eindrücken und von der jetzigen Lage kurz erzählen. Ja, gerne, genau. Das, es gibt sozusagen, muss man trennen. Ich will auch zu beiden ganz kurz was sagen. Ich war im Februar auf dem Festland in Griechenland unterwegs, vor allem Nähe der nordmazedonischen Grenze. Idomeni ist ja wahrscheinlich hier ein großer Begriff noch von 2015, wo einfach auch ganz, ganz viele, nämlich insgesamt 28 Lager sind mit Geflüchteten fast überall weit über 1000. Über die wird ja hier so gut wie gar nicht gesprochen, würde ich gleich auch zwei Sätze zu sagen. Aber zuerst vielleicht die griechischen Inseln. Es ist ja auch nicht nur Lesbos, sondern es sind ja mehrere Inseln, auf denen diese EU-Hotspots eingerichtet wurden, seit dem EU-Türkei-Deal. Das ist auch eine Folge des EU-Türkei-Deals. Und mir ist es ganz wichtig, immer dazu zu sagen, dass diese Lager eben kein griechisches Problem sind, wie es hier gerne dargestellt wird, sondern diese Lager sind EU-Einrichtungen, die betrieben werden vom UNHCR und von Frontex. Und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, weil ja immer wieder gesagt wird, ach, die Griechen schaffen das nicht, die können da nicht mit umgehen und tralala. Das sind Einrichtungen, für die die Verantwortung bei der Europäischen Union liegt, aufgrund des EU-Türkei-Deals. Das Und die wusste ich zu überhaupt nicht. Und die Zustände dort, die sind tatsächlich auch nicht erst seit gestern so und nicht erst seit Corona so, sondern genau seitdem die Menschen nicht mehr von den Inseln runterkommen. Und das ist seit April 2016. Also seit Inkrafttreten dieses EU-Türkei-Deals werden die Menschen auf diesen Inseln wie in so Freiluftgefängnissen im Prinzip festgehalten. Es gibt nur eine Gruppe von Menschen, die dort verschwindet. Da sage ich auch gleich noch was zu. Und als ich jetzt beispielsweise da war, Ende September letzten Jahres in Moria, das ist das größte Camp auf Lesbos, wo wir auch relativ viel von hören und auch immer mal wieder Bilder in den Nachrichten sehen, da waren da schon 13.000 Menschen in diesem Lager. 13.000 Menschen in einem Lager, was ursprünglich eingerichtet wurde für 2.500 Menschen. Ja, also eine sechsfache Überbelegung. Und jetzt sind dort knapp 20.000 Menschen. Eingepfercht wirklich unter, also man kann sich das nicht vorstellen, dass sowas auf europäischem Boden so stattfinden darf und auch unter europäischer Verwaltung so stattfinden darf. Das Lager, die Kapazität reicht für gar nichts aus. Hinten die Zäune sind alle aufgeschnitten, die Menschen liegen bis weit rein in die Olivenberge, haben sich dort provisorisch teilweise Zelte aufgebaut mit Zeltplan. Wir haben im Winter immer das Problem, dass es Kältetote gibt, dass Feuer ausbricht, weil Menschen sich wärmen wollen und die Flammen auf Zeltplan oder Zelte in dem Lager überschlagen. Es ist alles dicht, es ist alles überfüllt, es fehlt an allem, keine medizinische Versorgung. Als ich im September da war, gab es einen einzigen Arzt für dieses gesamte Lager. Da laufen schwangere Frauen rum. Ich will nur mal sagen, der Anteil an Kindern im Camp Moria sind 43%. Ja, 43% dort sind unter 18 Jahre alt. Das ist einfach, es ist absurd. Die spielen da im Dreck. Ja. Und dass diese Zustände, also jetzt spätestens seit dieser Corona-Krise, so belassen werden, das zeigt also aus meiner Sicht völlige Unfähigkeit, auch einfach den kompletten Verlust irgendwie eines moralischen Kompasses. Und man lässt es dort einfach geschehen und hat auch wirklich keine Notfalloption. Ich habe das jetzt nochmal abgefragt im Menschenrechtsausschuss am Mittwoch. Was passiert denn, wenn Corona in dieses Lager reinkommt? Was passiert, wenn dort von diesen 20.000 Menschen 10.000, 15.000 Menschen erkranken? Weil es keinerlei Möglichkeiten gibt, es sich zu schützen. Soweit ich weiß, das ist zumindest mein letzter Stand, gibt es auf ganz Lesbos, auf der Insel, 10 Beatmungsgeräte. Also wir rennen da in die Vollkatastrophe und sind nicht bereit zu handeln. Und zu den Landlagern, von denen hören wir ja noch viel, viel weniger. Das sind tatsächlich Lager unter griechischer Verwaltung, zum größten Teil zumindest, die auch ziemlich katastrophale Zustände haben, die oft ganz weit weg von jeglicher Infrastruktur sind. Und die einzigen Organisationen, die sich dort kümmern, sind in der Regel NGOs, Freiwillige, die versuchen dort irgendwie die größte Katastrophe irgendwie abzumildern. Aber seit der Corona-Krise ist es natürlich auch für die NGOs nochmal wesentlich schwieriger geworden. Und nur um das mal zu verdeutlichen, ich habe auf einem Landlager da in Thessaloniki, waren wir in einem Lager völlig überbefüllt, da haben ganze Familien in Wurfzelten geschlafen.
Da habe ich gefragt, wie lange seid ihr denn schon hier? 2 Jahre. 2 Jahre in Wurfzelten gelebt. Ja, das sind die Zustände, die es da gibt. Und das liegt einfach daran, die Grenze Richtung Balkan ist zu. Es gibt kaum die Möglichkeiten, da noch rüberzukommen. Idomeni, einer der größten Spots, Plätze 2015, ist komplett abgeriegelt. Dreifache Grenzzaunanlagen sind dort. Es fährt kein Personenverkehr mehr zwischen Nordmazedonien und Griechenland, weil man verhindern will, dass Geflüchtete kommen. Das heißt, wenn überhaupt Menschen noch über diese Grenze kommen, dann vereinzelt, oft geklemmt unter Güterzügen. Aber es sind einfach katastrophale Zustände und über die Menschen redet hier kein Mensch. Ja, also es ist ja vielleicht sogar nicht nur so, dass über die Menschen kein Mensch redet. Es redet ja auch quasi auch über die Frage, wie steht es um die Seenotrettung? Du hast in deiner Rede erwähnt, dass jetzt, ich weiß nicht, wer das war, ich glaube die EU-Kommission oder so, kannst du ja nochmal erzählen, irgendwie gesagt hat, ja, wegen Corona sollte jetzt keine Seenotrettung stattfinden. Ich meine, es ist ja eigentlich die ganze Zeit schon so gelaufen, dass man verhindern wollte, dass es die Bilder von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer gibt. Also man wollte nicht die Bilder. Ob die ertrinken oder nicht, das war für die EU, glaube ich, relativ egal, das ist mein Eindruck. Und die Situation hat sich ein bisschen vielleicht sogar verschärft, das kannst du ja mal berichten, weil das aus dem Fokus der Berichterstattung so gänzlich verdrängt worden ist. Ja. Ja, es war nicht mal die EU-Kommission, sondern es war tatsächlich die Bundesregierung, das Innenministerium, die den Brief, die einen Brief an die NGOs geschrieben hat, das Retten einzustellen, die Boote im Hafen zu lassen, die paar, die überhaupt noch rausfahren dürfen, und die Boote, die gerade draußen im Einsatz sind, zurückzuholen. Ein Brief tatsächlich der Bundesregierung an die NGOs. Also zynischer geht es ja wirklich nicht. Man selbst übernimmt keine Verantwortung mehr. Es sind überhaupt keine Boote mehr draußen, nicht mal von diesem Militäreinsatz EUNAVFOR MED, den wir auch total kritisieren, der auch falsch ist, weil er eben die libyschen Milizen und sowas ausbildet und nie den Fokus hatte zur Seenotrettung. Aber immerhin, wenn Schiffe in der Nähe waren, noch gerettet hat. Das ist ja auch seit 7 Monaten vorbei. Aber das Zynische ist, als die Bundesregierung gesagt hat, holt die Schiffe zurück, lag die Alan Kurdi, ein Rettungsschiff der Organisation CI, mit 150 Geretteten draußen auf dem Meer und hat keinen sicheren Hafen gefunden. Also die deutsche Regierung hat gesagt, kommt zurück, und die Seenotretterin stand, also saßen auf diesem Boot mit 150 Geretteten und haben keinen sicheren Hafen gefunden. 14 Tage hat das übrigens gedauert, bis eine italienische Fähre diese Menschen übernommen hat. Die haben jetzt alle einen Corona-Test gemacht, sind alle negativ getestet worden und finden trotzdem bis jetzt keinen europäischen Hafen. Es ist wirklich absurd. Aber über Ostern hat sich die Situation massiv zugespitzt. Es haben über 1000 Menschen, von denen wir wissen, versucht, mit Booten Libyen zu verlassen und Richtung Italien zu kommen. Und die Zahlen, die wir haben, das ist halt immer, ne, alles ein bisschen im Ungefähren. Ich habe vorhin schon von dieser Blackbox geredet. Etwa 600 Menschen sind illegal zurückgeputscht worden nach Libyen. Und vor allem, was Neues und was wir das erste Mal in dieser Form haben, wohl auch aus maltesischem Hoheitsgewässer. Also es scheint einen koordinierten Einsatz gegeben zu haben, dass ein Boot mit Geflüchteten direkt vor Malta lag und dann im Wissen der maltesischen Behörden und Frontex der libyschen Küstenwache übergeben wurde, der sogenannten, und die Menschen zurück nach Libyen gebracht wurden. Und auf diesem Weg, weil das Ganze ja auch tagelang gedauert hat, sind mindestens 5 Menschen an Bord dieses Bootes verdurstet. Also wirklich Zustände, die man sich nicht vorstellen möchte, dass europäische Behörden, dass maltesische Behörden plus Frontex da sitzen und diese Pushbacks in diese Folterlager in Libyen, von denen alle wissen, was übrigens ja auch niemand bestreitet, auch noch organisieren, in der Form organisieren. Und es geht weiter, also man nimmt davon abgesehen, dass viele Menschen einfach vermisst werden, man muss davon ausgehen, dass einfach natürlich auch viele ertrunken sind, hatten wir ja jetzt die Debatte im Bundestag auch diese Woche über ein neues Militärmandat, nämlich das Nachfolgemandat von EUNAVFOR MED, IRINI heißt das Ding, was jetzt aber nur noch da eingesetzt werden soll, wo Geflüchtete auf gar keinen Fall langfahren, also weg von der zentralen Mittelmeerroute, sondern weiter östlich vor allem, und dort sogar vereinbart ist, und das haben Österreich und Ungarn durchgesetzt, dass wenn Menschen gerettet werden, dass der Einsatz abgebrochen werden kann. Deswegen. Und der Einsatz dafür da, angeblich das Waffenembargo in Libyen durchzusetzen. Aber es dient natürlich auch vor allem der weiteren Ausbildung dieser libyschen Milizen, der sogenannten libyschen Küstenwache, die dann weiter den Türsteher
Europas da machen und die Menschen abfangen und zurückbringen in diese katastrophalen Zustände im Bürgerkriegsland Libyen. Ja, wo man ja wirklich nochmal ganz betonen muss, da unterstützt die EU, also zumindest mit ihren Mitteln, während der Lage unterstützt, wo gefoltert und gemordet und vergewaltigt wird, ne? Also das sind die europäischen Werte offensichtlich. Ich meine, das würde ich gerne noch mal einmal ganz kurz, ich weiß, ich habe das schon 100 Mal erzählt und vielleicht hören es jetzt einige doppelt, aber ich muss das Hier hier noch nicht. Gut, dann mache ich das, weil das ist wirklich, also es gibt sozusagen, wovon Sie immer reden, diese libysche Küstenwache, die gibt es in der Form nicht. Es gibt keine staatliche Kontrolle über diese Milizen, sondern die teilt sich in verschiedene Milizengruppen mit verschiedenen Interessen auf. Und zum Teil sind die Leute, die da gerade ausgebildet und finanziert werden, dieselben, die in Libyen Lager betreiben. Das heißt, es entwickelt sich ein regelrechter Kreislauf. Das heißt, hier wird ja mal von Schlepperbekämpfung und tralala gesprochen. Es sind dieselben Menschen, die die Menschen erst in diesen Lagern quälen, Lösegeld von Familien erpressen, sie zur Arbeit zwingen, sie zur Prostitution zwingen, die sie dann auf dem Mittelmeer wieder einfangen und wieder zurück in diese Lager bringen. Es ist ein richtiger Kreislauf, der sich da gebildet hat. Und nur um das auch einmal in den Raum zu werfen, in Libyen herrscht mittlerweile der größte Sklavenmarkt weltweit. Was die direkte Folge davon ist, dass diese Menschen wie gefangen sind in diesem Land. Es gibt keinen Raus. Also auch die, ne, Tunesien, überall die Grenzen sind geschlossen. Zurück durch die Wüste geht es auch nicht mehr. Das heißt, es ist nur noch das Mittelmeer. Und das muss man, glaube ich, auch verstehen. Libyen ist einfach eine Sackgasse für diese Menschen. Die kommen nur noch so da raus. Mann, naja, es gibt dein Jetzt bist Bild du ist bei mir gerade zumindest eingef. gerade hängen geblieben, Gustav. Ja, Ah, da bist du wieder. Du bist auch wieder da. Du bist auch bei mir hängen geblieben. So Okay, scheiße. Aber gut. jetzt bist du wieder da. Perfekt. Ja. Ihr habt schon einen Schreck gekriegt. Und zwar Tanja und Jan schreiben. Wie sieht es aus mit den Flüchtlingslagern in der Türkei? Es ist bekannt, dass es bis zu 4 Millionen Flüchtlinge in der Türkei geben soll. Dafür bekommt Erdogan Geld, sprachen wir drüber, und missbraucht sie als Waffe. Aber wie geht es den Menschen, den Flüchtlingen in der Türkei? Ich kann mir kaum vorstellen, dass Erdogan dieses Geld auch für die Flüchtlinge ausgibt. Man sieht nichts von diesen Menschen, außer jetzt an der griechischen Grenze. Keine regelmäßigen Kontrollen der Lage in der Türkei. Nur Geld für das Fernhalten von der Grenze. Wie sieht's aus? Ist sehr unterschiedlich. Man muss wissen, die meisten Geflüchteten, die in der Türkei sind, und die Zahlen schwanken da sehr. Man spricht eben zwischen 3 und 4 Millionen. Man ist auch der Annahme, dass Erdogan die Zahlen auch gerne mal ein bisschen hochschraubt, um sozusagen einen größeren Druck auf die EU zu machen. Aber in der Türkei ist es so, dass die meisten Menschen prozentual nicht in Lagern sind, sondern in Anführungszeichen sich einfach so durchschlagen. Also es gab ja beispielsweise relativ viele Geflüchtete in kurdischen Gebieten und sowas, die dort auch untergekommen sind, die dort auch gearbeitet haben. Aber die meisten Menschen sind in Anführungszeichen freischwebend unterwegs in der Türkei. Was Erdogans Plan jetzt ist, nachdem der innenpolitische Druck ja massiv geworden ist und auch sich in eine unglaubliche Flüchtlingsfeindlichkeit auch gegen Syrerinnen und Syrer und so gerichtet hat, hat Erdogan sich ja diese Pufferzone in Nordsyrien ausgedacht, wo er ja tatsächlich gezielt kurdische Gebiete zersiedeln möchte. Und sein Plan eigentlich ist, ganz, ganz viele dieser Geflüchteten in diese Pufferzone zu siedeln, wieder nach Syrien zurück zu schieben, dort anzusiedeln, um sie auch auf der einen Seite außer Landes zu haben und auf der anderen Seite die kurdischen Einflussgebiete damit zu schwächen. Und von den Menschen, das ist vielleicht auch noch wichtig, also wir schätzen ja, dass es zwischen 10.000 und 25.000 waren, die jetzt an der Grenze waren Anfang März. Dort haben sich quasi so provisorische Lager gebildet, ne? Also so einfach die Menschen sind da geblieben, um in der Hoffnung doch wieder loszukönnen, sind tagsüber aufgebrochen. Die wurden, als die Corona-Pandemie so richtig begonnen hat, militärisch abgeriegelt und sind dann mit Bussen wieder landeinwärts gefahren worden. Ich habe das vorgestern auch nochmal im Menschenrechtsausschuss nachgefragt. Also weder der Bundesregierung noch mir liegen da gerade tatsächlich Kenntnisse vor, wo diese Menschen überhaupt sich gerade befinden und wieder hingekommen sind. Es gab jetzt letzte Woche auf einmal Gerüchte und Berichte auch, dass etwa 2000 Menschen wieder Richtung Grenze tatsächlich gefahren wurden, also es auch wieder organisiert wurde. Wo diese Menschen jetzt gerade sind, weiß ich tatsächlich aber leider nicht. Ich würde gerne noch, letzter Mensch, gerne noch eine harter Sache. Stoff. Ja, wirklich. Ja, also wirklich. Ja, sag, du wolltest noch Ja, was ich wollte noch ergänzen. diesen einen Satz sagen, weil das so, weil das einfach auch ist, was mich sehr beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob Conny noch hier ist, wir uns da auch viel drüber ausgetauscht haben.
Conny war mit dir auch mal unterwegs, oder? Genau, wir waren nämlich eben zusammen in dem Lager Moria auf Lesbos und dort wurde uns eben gesagt, es gibt eigentlich nur eine Personengruppe, die derzeit aus diesen Lagern rauskommt und das sind junge Frauen, die dort halt verschleppt werden, in der Regel nach Mittel- und Nordeuropa und hier zu Prostitution gezwungen werden. Das ist so die einzige Gruppe, die derzeit von diesen Inseln runterkommt und das ist einfach auch furchtbar bedrückend, weil selbst Frontex uns quasi im Hintergrund gesagt hat, ja klar, da gibt es halt die Struktur. Die Frauen, die eben genau über diese Lage, auch noch über diese europäischen Hotspots, also ne, die ja eigentlich eigene Schutzzonen haben sollten für alleinreisende Frauen, für Kinder und Jugendliche, die aber alle nicht existent sind, all das funktioniert eben überhaupt nicht. Ja, Conny sagt Menschenhandel. Damit es nicht ein Insider unter uns dreien bleibt. Conny ist unsere Ko Kollegin Cornelia Möhring und frauenpolitische Sprecherin unserer Bundestagsfraktion. Ihr wart ja unterwegs. Das ist natürlich uns beiden klar, aber den Zuschauerinnen nicht. Und sie schaut hier bei Zoom auch zu, hat sich hier mit dazu geschaltet, was ich sehr schön finde. Hier ist noch eine etwas kritische Anmerkung, wo du vielleicht aber auch darauf antworten magst oder eingehen magst. Aber ich finde, das ist eine legitime Frage, gerade in dieser Zeit. Und zwar sagt Melanie, auch die Linke berichtet überwiegend zu Corona, Masken, Schulöffnung. Andere Themen werden zu Nebenthemen. Wir müssen viel lauter und widerständiger werden. Das sind nur noch einige wenige wie ihr. Danke an euch, dass ihr das macht, sagt sie. Ja, ich glaube, wir müssen als Linke da einfach lauter auch werden, weil Menschenrechte unteilbar sind und Internationalismus ist der linke Grundwerk. Deswegen finde ich diese Anregung, diese Intervention, glaube ich, genau richtig. Das ist absolut richtig und ich bin auch, also ehrlich gesagt, froh, dass wir diese Sitzungswoche immerhin unsere Anträge genau zu dem Thema Flüchtlingsschutz in Corona-Zeiten, sowohl was die Lager und sowas hier in Deutschland angeht, aber eben auch was die Inseln angeht, dass wir die untergebracht haben und auch auf die Tagesordnung setzen konnten. Aber ich teile das komplett. Wir dürfen wirklich und wir müssen total aufpassen, dass das nicht untergeht. Bei allen anderen wichtigen, berechtigten Anliegen, die wir jetzt natürlich auch nach vorne schieben müssen, ja, sprich Gesundheitswesen, dass wir zu anderen Diskussionen kommen über Privatisierung und all diese ganzen Sachen. Absolut, aber wir müssen einfach aufpassen, und das geht dir mit der Klimapolitik ja genauso, dass die Themen nicht an Rand gedrängt werden und damit auch vergessen werden. Ja, wobei ich das gerade erlebe und du vielleicht auch, dass das jetzt wieder kommt. Also wir erleben sowas ja häufig, wenn ein Thema brennt, dann verdrängt es andere Themen. Das waren teilweise ja auch mit der Klimapolitik so, dass die vieles andere verdrängt hat, wo ich sagen kann, das war fantastisch, dass Fridays for Future damals gekommen sind. Und diese ganze Nazi-Scheiße, diesen ganzen AfD-Mist verdrängt haben. Und jetzt ist Corona natürlich gekommen und ist auch ein beherrschendes Thema. Aber die anderen Themen kommen wieder. Ich merke es bei der Klimapolitik. Und was man ja auch erwähnen kann, wir haben gemeinsam mit vielen anderen Bundestagsabgeordneten der Linken jetzt gerade einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin und an Horst Seehofer geschrieben. Da geht es um die sogenannten Sans-Papiers, die Papierlosen, also die Menschen, die keine Dokumente haben, die sich illegal in Deutschland aufhalten, was 200.000 bis 500.000 Menschen in Deutschland sind. Und da haben wir gefordert, ihren Status zu legalisieren. Und das hat den Hintergrund, dass sie zwar zu normalen Zeiten, also vor Corona, ausgenutzt worden sind, in Restaurants gearbeitet haben, auf dem Bau gearbeitet haben, im Reinigungsgeschäft gearbeitet haben, schwarz natürlich da ausgenutzt worden sind, oder auch in anderen Bereichen, dass die Menschen aber ganz normal Teil unserer Bevölkerung sind, also Bevölkerung begriffen als alle Menschen, die in Deutschland leben, dass ihre Kinder zur Kita gehen, dass sie Essen kaufen müssen, auf die Straße müssen, dass sie Gesundheitsversorgung brauchen und dass sie auch Miete bezahlen müssen. Und all das wird für sie quasi unmöglich gemacht, gerade in dieser Situation. Und
gerade in dieser Situation sagen wir als Linke, auch sie haben ein Recht, menschenwürdig zu leben. Und deswegen haben wir eben diese Initiative gemacht und hat mich gefreut, dass wir es zusammen gemacht haben mit so vielen anderen. Und es ist auch Position der gesamten Bundestagsfraktion und wir werden das eben auch als Antrag der Linksfraktion eben auch einbringen, weil wir sagen, Menschenrechte sind unteilbar. Das ist ja etwas, woran wir beide ja auch arbeiten oder was für uns wichtig ist. Ich glaube gerade, ne, dieses immer dieses eine Hauptthema gibt und das alles andere so in den Hintergrund drückt. Das ist ja, glaube ich, dass wir einfach sehr stark versuchen, diese ganzen Auseinandersetzungen, die es gibt, irgendwie auch miteinander zu verbinden. Und diese Verbindungen sind ja offensichtlich. Also die soziale Frage ist nicht abgekoppelt von den Fragen Migration oder von den Fragen Klimagerechtigkeit, sondern ganz im Gegenteil. Diese Themen müssen zusammengedacht werden. Und so stärker wir das auch in den verschiedenen Bewegungen, auch wenn sie fokussierter agieren, so stärker sich das da auch durchsetzt, umso stärker werden wir auch irgendwie es schaffen, breitere Kämpfe zu organisieren. Und das ist, glaube ich, einfach total wichtig, dass wir das auch als Partei und auch als Fraktion einfach vorleben, und zeigen, nein, das eine Thema ist nicht wichtiger als das andere und das darf nicht hintereinander verschwinden, sondern es gehört zusammengedacht. Das ist ja das, was wir, glaube ich, sowohl in Partei als auch Fraktion versuchen voranzubringen. Richtig, genau. Wir setzen uns für Obdachlose ein, für Familien, für Arbeitnehmerinnen, für Hartz-IV-Bezieherinnen, und für alle, die in dieser Gesellschaft drohen, unterzugehen, genauso eben wie für die Menschen im globalen Süden, für globale Gerechtigkeit und für Geflüchtete. Das gehört halt zusammen und das trennen wir nicht. Und ich glaube, das macht eben auch dann eine Stärke einer Linken aus. Sabine erwähnt nochmal sehr richtig, und da kann ich auch für uns in Schleswig-Holstein sprechen. Also wir sind schon mit vielen Positionen auch sichtbar bei uns in Schleswig-Holstein. Auch wir bemühen auch uns das Thema der Flüchtlingssolidarität auch jetzt wieder in der Krise mit zu behandeln. Und zwar sagt Sabine: Auch in den Bundesländern ist die Linke aber nicht still zu diesem Thema. Beispielsweise in Sachsen als Opposition im Landtag. In Thüringen als mitregierende Partei haben wir am 5.4. einen offenen Brief geschrieben, der die Landesregierung auffordert, eine Landesaufnahmeanordnung zu erlassen. Ich weiß nicht genau, was das ist. Das kannst du vielleicht nochmal sagen. Und was ich erwähnen will, vielleicht noch, dass unser Ministerpräsident Bodo Ramelow sich auch ausgesprochen hat für die Legalisierung von Papierlosen. Also es ist die richtige Forderung, aber vielleicht kannst du dazu noch mal was zu sagen, Landesaufnahmeanordnung, was da auch in Thüringen geplant ist. Ich würde gerne vor allem einmal, also nochmal sagen, weil das auch so ein bisschen untergeht in der Debatte. Man hat es jetzt am Rande so ein bisschen gehört, was für Zustände es eigentlich auch in Deutschland noch gibt. Also diese Sammelunterkünfte, die trotzdem dort Corona-Fälle massiv ausbrechen, nicht geräumt werden. Wir haben das in Bremen, ein ganz großes Beispiel ist aber auch Ellwangen hier in Baden-Württemberg, wo einfach mittlerweile 340 Corona-Infizierte in einem Lager immer noch mit den Menschen zusammen sind, die nicht infiziert sind, mit etwa 200, die nicht infiziert sind. Und was wirklich fürchterlich ist, dass die Menschen, die dann dagegen protestieren und versuchen, irgendwie ja, darauf aufmerksam zu machen, dass die mit einer unglaublichen Brutalität und Gewalt teilweise von der Polizei abgeräumt werden und dann teilweise mit dem Verweis, in Bremen war das ganz massiv, Abstandsverbot. Also sie könnten nicht zusammen dort demonstrieren, weil es gelten ja Abstandsregeln und die würden sie nicht einhalten und dann gibt es teilweise Anzeigen und die Menschen werden wieder zusammengepfercht in diesen Sammelunterkünften und das gilt im Übrigen, das muss man vielleicht schon kritisch auch anmerken, leider auch für Länder, in denen die Linke mitregiert. Und das ist, glaube ich, was, wo wir als Partei wirklich massiv Druck machen müssen, dass die Menschen endlich dezentral untergebracht werden und dort nicht weiter aufeinander hängen. Das ist eh unsere Forderung, aber jetzt zu Corona-Zeiten, glaube ich, einfach nochmal ganz, ganz wichtig. Ja, aber Thüringen gehört ja mit. Sabine fügt das nochmal hinzu. Bei der Landesaufnahmeanordnung handelt es sich um eine Aufnahmeanordnung nach § 23 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz. Die oberste Landesbehörde kann damit für bestimmte Personengruppen die Aufnahme anordnen. Dazu ist das Einvernehmen des Bundesinnenministeriums erforderlich, das notfalls erstritten werden muss. Es geht um die Aufnahme Geflüchteter aus den griechischen Hotspots. Das nochmal zur Erläuterung. Ja, das ist, glaube ich, eben das Ding. Also wir haben es hier erlebt. Thüringen ist bereit, Geflüchtete aufzunehmen. Berlin hat es auch erklärt. Schleswig-Holstein übrigens auch. Und
Offensichtlich erscheint es aber auch so zu sein, dass der Innenminister da auch ein Stück weit auf der Bremse steht. Das Die ganze schreibt Zeit. ja Sabine auch. Ja, die ganze Zeit. Also das erleben wir, haben wir sowohl erlebt bei den Verteilungsschlüsseln von den seenotgeretteten Menschen, als auch jetzt ganz, ganz massiv bei den Aufnahmeprogrammen, dass das Innenministerium, ich hatte sie vorgestern wieder im Ausschuss, massiv auf der Bremse steht, wirklich mit der Position, also unterirdisch, dass sie gesagt haben, wir haben jetzt diese 47 Kinder und Jugendlichen aufgenommen, jetzt sind erstmal andere europäische Staaten dran. Und also in der Frage, gibt es denn jetzt weitere Planungen? Du hast es gesagt, du hast da 140 Kommunen sagen, wir können. Es gibt ganze Bundesländer, die sagen, wir wollen. Ich glaube, Berlin hat gesagt, wir würden problemlos 2000 Menschen nehmen, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe, ja. Und das alles wird halt nach wie vor blockiert vom Innenministerium. Aber ich will da wirklich auch, also sorry, aber da kann man die Sozen einfach nicht aus der Pflicht nehmen. Das ist eure verdammte Regierung, egal wer das Innenministerium da führt. Da muss es irgendwie klarer zur Sache gehen und das tut es einfach nicht. Und es ist total super, dass dieser Druck von unten so stark wird. Und das sind ja auch wirklich Politikerinnen verschiedenster Parteien, die diesen Druck eben kommunal entfalten. Und ich glaube, das gilt es einfach massiv ja, zu bestärken und eben durch die ganzen Aktivitäten der Seebrücke lokal und sowas auch noch größer zu machen, bis dieses Bundesinnenministerium wirklich einfach nicht mehr drum rumkommt, da die Freigabe zu geben. Und den Weg, den Thüringen da geht, das ist genau richtig. Im Zweifel muss man die Sachen erstreiten und sonstiges und die Zeit, irgendwelche bürokratischen Vorwände zu liefern, wie es ja auch permanent passiert. Ich meine, jetzt hat das Innenministerium gesagt, naja, wir haben einen Anforderungskatalog ans UNHCR geschickt, welche Menschen wir aufnehmen, welche Kinder. Und das UNHCR konnte uns die nicht benennen. Ja, sicher nicht. Wenn Deutschland dort so eine Mappe hinschickt und sagt, wir wollen die, die und der Augenfarbe und das als Hintergrund und am besten noch irgendwie Familienmitglied in Deutschland, dann sagt das UNHCR natürlich, na, darüber haben wir weder Informationen noch können wir das liefern. Und dann stellt sich aber die Regierung hier hin und sagt, naja, man kann uns ja nicht die Menschen benennen, die wir rausholen können aus diesem Lager. Also die Zeit dieser ganzen bürokratischen Ausweichmanöver und sowas, die muss jetzt endlich auch mal vorbei sein. Wer in der Lage ist, das hast du auch schon gesagt, 250.000 Urlauberinnen irgendwie aus aller Welt hierher zu fliegen, der wird ja wohl in der Lage sein, 40.000 Menschen aus griechischen Lagern zu evakuieren. Alles andere kann mir einfach kein Mensch erzählen. Zumal heute habe ich die Zahl gelesen, derzeit 25.000, allein in der Erstaufnahme in Deutschland, 25.000 Plätze frei sind gerade. Nur eine Erstaufnahme. Ist die Zweitunterbringung und sowas überhaupt gar nicht mit erwähnt und die ganzen leerstehenden Hotels und was es jetzt gerade alles noch an Infrastruktur gibt. Naja, und dann wissen wir, es gibt eigentlich einen Arbeitskräftebedarf, ne? Es gibt den Bedarf, Leute zu Eigentlich oder hätte. integrieren, die in unsere Gesellschaft. Bist du noch da? Ich bin noch da, jetzt höre ich dich wieder. Ja. Das ist Okay. das Also Kabel vom jetzt, Netz. was auch immer, ja, bei mir ist eigentlich stabil, also wird jedenfalls angezeigt. Also es gibt auf jeden Fall ja den Bedarf, Leute zu integrieren in unsere Gesellschaft. Es gibt die Notwendigkeit. Also es gibt ja zwei Seiten. Es gibt die Anforderung, dass man die Menschen aufnehmen muss. Aber der Wahnsinn ist ja, unsere Gesellschaft könnte es ohne Probleme. Das hast du auch nochmal betont. Und das ist ja auch das, was Norbert Blüm ja auch sagt, was diese ganze absurde Situation darstellt. Ich erinnere nur an diese Grenzkontrollen da an der Grenze in Bayern, da wo ich glaube einer pro Monat oder so Ja, irgendwie aufgegriffen so. worden ist, wo Ja. aber gleichzeitig die Situation ist. Ich war da in Passau, ein Bäcker, der einen jungen Geflüchteten eingestellt hat, Azubi, ne? Und er hat gesagt, er arbeitet super, pünktlich, super integriert und so, da gibt es ja hunderte von Fällen, wo dann trotzdem die Leute abgeschoben werden. Das verstößt gegen den gesunden Menschenverstand. Da wird auch ein bisschen die Politik der AfD gemacht, habe ich manchmal das Gefühl. In gewisser Weise, was wir ja auch in den letzten Jahren erlebt haben, in so einem vorauseilendem Gehorsam vielleicht auch ein Naja, bisschen. die Absurdität kennt da ja wirklich keine Grenzen mehr. Also erst schieben wir ja vor allem in den Jahren 2013, 14 und 15 massenhaft in die Balkanregion ab. Und jetzt setzen sie sich hin und suchen raus, wer hat denn da eigentlich in der Pflege gearbeitet oder Ausbildung gemacht, können wir die nicht wieder zurückholen? Also es ist wirklich ein gigantischer Irrsinn und die Menschen werden da einfach in dieser Verwertungslogik zum totalen Spielball. Und was ich mich immer frage, das wäre jetzt vielleicht sogar fast mal auch ein bisschen eine Frage an dich,
ich frage mich immer, also die Logik, die dahinter steht, die ist ja absolut begrenzt. Also wenn man sagt, wir halten jetzt für einen gewissen Zeitraum Menschen auf Distanz, ja, bauen irgendwie Mauern höher, Gräben tiefer, wir wissen, dass die Menschen trotzdem fliehen werden, weil der Druck einfach so groß ist. Parallel machen wir ja auch nichts dafür, dass Geflüchtete weniger werden. Im Gegenteil, das komme ich gleich mal auf den Klimabereich, also weil es mich auch interessiert, ob du da vielleicht auch mittlerweile irgendwie mehr weißt als ich, weil also der Druck wird ja zunehmen. Es ist ja absurd zu glauben, dass wir damit durchkommen und dass wir in Anführungszeichen das Elend der Welt, was wir mitproduzieren, von uns fernhalten können und diese Lebensweise einfach weiter durchziehen können. Es ist ja einfach absurd zu glauben. Und es hat ja erst angefangen. Und der Bereich Klimaflucht, wo wir ja auch gerade zusammen an einem Antrag arbeiten, der wird da ja nochmal ganz andere Dimensionen irgendwie hervorbringen als das, was wir ja jetzt schon erleben. Ich glaube, es hat zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist Rassismus, ganz klar. Das spielt eine Rolle. Und dass die Braun-Blauen sozusagen die gesellschaftliche Diskussion ein bisschen vor sich hergetrieben haben. Ich glaube, dass es eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern hast es auch in anderen europäischen Ländern. Und selbst in Griechenland ist es ja so, dass die jetzige Regierung eine ganze Menge an Sachen offensichtlich auch abgeräumt hat, die Vorgängerregierung von Tsipras immerhin noch hatte an flüchtlingssolidarischen Einrichtungen und wohl auch Flüchtlingshilfe vor Ort in Griechenland behindert. Das ist zumindest das, was ich da gehört habe. Das heißt, es macht da halt schon Unterschied. Und dieser Rechtsruck in vielen europäischen Staaten ist einer der Gründe. Und der zweite Grund ist, dass die kapitalistische Logik sehr kurzfristig ist und sehr begrenzt ist, aus meiner Sicht. Und wir haben einfach die Situation, wir haben Zentren des Kapitalismus und wir haben Peripherien. Und aus den Peripherien wird im Zweifelsfall werden die Ressourcen abgezogen. Und den ganzen überflüssigen Dreck, den Müll karrt man dahin. Die Abfälle auf die Philippinen zum Verbrennen, die Hähnchenteile, die man hier nicht mehr gebrauchen kann, nur nach Burkina Faso. Nach Burkina Faso gehen dann auch die Milchreste, die überflüssig sind, in Europa und zerstören dort den heimischen Markt, treiben die Bauern in den Ruin und lösen dort Hunger aus, dass Menschen wieder fliehen können. Und die Menschen müssen. Und die Menschen, die dann fliehen aus Burkina Faso, aus Bangladesch, aus Äthiopien und aus anderen Staaten, da wird dann gesagt, nee, die wollen wir nicht. Das sind ja Wirtschaftsflüchtlinge. Wirtschaftsflüchtlinge. Die flüchten ja gar nicht aus politischen Gründen. Die wollen ja nur ein besseres Leben haben. Die können hier nicht rein. Aber das sind Menschen, die sind Opfer sozusagen dessen, was in den kapitalistischen Zentren eben produziert wird, zur Aufrechterhaltung dieser Lebensweise. Und wenn da nicht ein radikaler Bruch mit ist, wenn es nicht gelingt, dieses Verständnis hervorzubringen, dass es nur gemeinsam geht und global geht, dann hat die Menschheit insgesamt eben ein Problem. Und deswegen ist eben dieser Kampf um globale Gerechtigkeit, um Klimagerechtigkeit und gleiche Rechte für alle Menschen auf dieser Welt ist eben auch der Kampf um die Zukunft unserer Menschheit, um das so pathetisch nach dem Motto, wo bleibt denn das Positive, zu formulieren, ne? Das ist, glaube ich, der Kern und der Kern dessen, warum wir auch Politik machen als Linke. Und da kann man vielleicht nochmal, weil wir langsam so aufs Ende zu kommen, vielleicht auch nochmal was Positives sagen, weil es bei dir auch im Hintergrund ja hängt. Die Seebrücke-Fahne schafft sichere Häfen. Und ich meine, wir haben jetzt eine Situation gehabt, wir haben etwa einen Monat lang Trockenheit in Deutschland gehabt. Hier in Kiel nichts an Regen gefallen. Ne? Und das ist richtig scheiße, weil Böden Dürre und so weiter. Einen ganz kleinen guten Effekt hat das. Bei uns gibt es die Kiel-Linie an der Förde. Ich weiß nicht, ob wir da zusammen auch waren, als du hier zu Besuch warst. Ja, Super. Und an dieser Kiel-Linie hat es Aktionen gegeben der Seebrücke und dem Motto Leave No One Behind. Und wenn du da längs gehst, hast du keine andere Möglichkeit, sondern überall findest du die Schriftzüge. Leave no one behind, schafft sichere Häfen, schließt die Lager von Moria und holt die Leute hierher.
Das ist präsent im öffentlichen Raum. Das heißt, obwohl wir diese Corona-Ausnahmesituation haben, trotzdem, weil die Leute eben einzeln auf die Straße gegangen sind, weil sie Sprüche gemalt haben. Und eine Freundin von uns hat beispielsweise an einen Laternenmast ein für mich sehr bewegendes Gedicht ran geklebt, ganz einfach mit Tesafilm. Es regnet nicht, das hängt da noch immer, hat auch noch niemand abgerissen, sondern die Leute, die dort halt flanieren oder in der Sonne sitzen oder so, stehen auch mal davor und lesen dann dieses Gedicht. Und das ist für mich dann wieder das, wo ich sage, das macht mir eben Hoffnung, weil sich auch Menschen aufmachen, selbst in dieser Zeit, die auch ein Stück weit bedrängt ist, und diesen Wert der Solidarität auch mit Seebrücke und mit anderen aufrechterhalten. Absolut. Ich bin auch echt froh, wie viele Aktionen die Seebrücke gerade auch wieder deutschlandweit macht. Ich hatte zwischenzeitlich mal die Angst, dass es ein bisschen einschläft, weil gerade das Thema Mittelmeerrettung leider aus dem öffentlichen Diskurs ja wie verschwunden ist. Ich meine, man muss sich mal zurückdenken, vor 1,5 Jahren der Fall Carola-Rakete, ne, riesengroß medial da gewesen, aber an der Situation hat sich überhaupt nichts geändert. Und ich hatte dann zwischenzeitlich Angst, oh Gott, hoffentlich schaffen wir es, die Seebrücke irgendwie auch ja, konstant durchzutragen, und das ist gut gelungen. Man sieht das im Moment wirklich überall. Es war ja quasi die erste Bewegung von links, die jetzt auch wieder straßenaktiv geworden ist durch Aktionen. In Potsdam weiß ich, eine riesenlange Brötchenschlange, also einfach von einem Bäcker, und jeder hatte ein Schild dabei. In Karlsruhe gab es ja Aktionen, Spaziergänge in Frankfurt. Überall machen die wieder mobil, und das finde ich total wichtig. Und das müssen wir jetzt einfach auch machen. Wir müssen diesen Diskurs hochhalten und dürfen nicht zulassen. Ich habe also auch das nur noch einmal, auch wenn es wieder eine ätzende Information ist. Aber es gibt tatsächlich die Pläne, jetzt gerade nicht auf Lesbos, sondern auf Samos und auch auf Chios, glaube ich, neue Zentren, also die Zentren auszubauen. Das heißt, sie wollen unbedingt, koste es, was es wolle, an diesem EU-Türkei-Deal festhalten, und sie wollen diese Lager dort halten. Also genau, das ist einfach das, was sie jetzt gerade auch in Corona-Zeiten planen, ist die Vergrößerung, die Erweiterung, noch mehr Plätze, noch größere Lager auf den griechischen Inseln. Insofern ist das so unglaublich wichtig, da dagegen zu halten, das öffentlich zu halten und trotzdem bitte auf keinen Fall zu vergessen, was da auch gerade auf dem Mittelmeer nach wie vor stattfindet, was in Libyen nach wie vor stattfindet, und das mit der Seebrücke einfach zu verbinden und hochzuhalten. Adorno ist ja einer meiner Lieblingsphilosophen, und der hat ja gesagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, aber wir kämpfen schon ganz schön dafür, dass auch dieses Leben besser wird, und zwar für alle. Und ich glaube, um so ein kleines Fazit zu ziehen, ich glaube, dass das ist unser Impuls, wie man auch aus dieser Krise rausgehen muss. Man muss erstens erkennen, dass all das, was man an Wohlstand hat, vergänglich ist. Und dass man vielleicht auch nicht den ganzen Scheiß braucht, sondern dass man auch teilen kann, ein Stück weit als Gesellschaft. Und das Zweite ist, es kann entschiedenes staatliches Handeln und muss es geben. Und das Dritte, und da sind wir auch im Spiel, ist, Solidarität ist eben unteilbar für alle Menschen, die hier leben. Es geht eben nicht um das deutsche Volk, nicht um diejenigen, die den deutschen Pass haben oder sich irgendwie deutschstämmig fühlen, sondern es geht um alle Menschen, die hier leben. Es geht um die Bevölkerung, wie es ja so schön im Innenhof des Deutschen Bundestages geht. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Und gerade Deutsche und wir in Deutschland haben da eine enorme Verantwortung. Und das ist es eigentlich, was mir auch in dieser Krise Mut macht, dass vielleicht wir auch dieses Bewusstsein stärken können und dass wir da weiterhin auch tatsächlich dran sind. Vielleicht einfach ein bisschen unvorbereitet, hätte ich dich vielleicht darauf vorbereiten müssen, aber machst du eigentlich momentan noch was anderes als Politik? Serien gucken, lesen, Musik hören oder so? Vielleicht hast du da irgendwie noch mal zum Ausklang, das finde ich immer ganz interessant. Was liest du gerade oder guckst du gerade eine spannende, interessante Serie oder irgendwas Besonderes, was du an Musik empfehlen kannst? Können wir nachher hier auch in die Kommentare posten. Also im Moment ist es wirklich so, ich weiß nicht, wie es dir geht, Göst, aber ich habe das Gefühl, es ist irgendwie, obwohl man mehr zu Hause ist, mehr zu tun als je zuvor. Also ich habe irgendwie eher das Gefühl, ich muss mal ein bisschen dringend auf die Bremse treten, weil irgendwie jagt man von Videokonferenz zu Videokonferenz, und auch gerade so, ehrlich gesagt,
weiß nicht, darf man das hier sagen? Es gibt so einen neuen Streaming-Anbieter, der hat die 30 Staffeln Simpsons hochgeladen. Und wenn ich abends mich mit den Themen hier irgendwie auseinandergesetzt habe, dann ist es irgendwie gerade das, was ich merke, was mir ganz gut tut, mich damit einfach ein bisschen wegzudröhnen. Ja. Naja, und ich meine, die Simpsons haben Donald Trump vorausgesagt, der jetzt will, dass die Leute sich Desinfektionsmittel spritzen, ne? Ja, eben. Also Hey! sinnvoll, dann wissen wir nämlich, was demnächst noch so auf uns zukommt, Christian. Ja, einige haben ja geschrieben, vielleicht sollte er erstmal bei sich das testen, aber das lassen wir an dieser Stelle Das stehen. lassen wir Wir an der wollen auch Stelle, nicht, dass das genau, bei sich testet, aber wir wollen, dass er nicht mehr Präsident ist. Ja, herzlichen Gruß auch an Thorsten, der hier bei Zoom war. Und das Lustige ist, er hat mich heute Morgen bei Fridays for Future getroffen, weil es war ja auch noch Netzstreik fürs Klima. Da war ich heute vom Bundestag. Und ich muss dir sagen, ich bin eine halbe Stunde, bevor wir hier eingeschaltet haben, bin ich erst nach Hause gekommen, weil echt? ein Böschungsbrand war und der ICE nicht weiterfahren konnte. Wegen der Trockenheit ist die Böschung in Brand geraten. ECE musste stehen und die Böschung musste gelöscht werden. Aber ich habe es ja noch rechtzeitig Sehr gut. geschafft. Sehr gut. Ja, Du wirst ja bald Michael. wiederholen wir das und machen mal Klima, oder? Dann lade ich dich virtuell nach Karlsruhe ein. Ja, das würde mich sehr freuen. Es hat mir nämlich sehr viel Spaß gemacht, trotz dieses ernsten Themas. Aber es muss man eben auch gerade und unbedingt auch in der Krise aufgreifen. Und das tun wir. Und es macht mir immer Spaß, mit dir zu diskutieren. Ich hoffe, euch da draußen an den Bildschirm, hätte man früher gesagt, ne? Euch da draußen an den Handys, an den Laptops, an den iPads, bei Facebook und bei Zoom, euch hat es auch Spaß gemacht, diese Diskussion. Und ihr hattet genau wie ich auch einen Erkenntnisgewinn, weil ich habe einiges wirklich erfahren. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bleibt aktiv, nimmt an Aktionen teil, auch in der Krise, wo es möglich ist, mit dem gebührenden Abstand, selbstverständlich. Beachtet das Vermummungsgebot und passt auf euch auf. Herzlichen Dank, Michel, und Sehr wir sehen gerne. uns. Macht's Macht's gut. gut. Danke Tschüss. euch. Ciao.